also, wie vorhergesagt. Müssen wir also uns als nächstes nur noch darum kümmern, dass wir auch wiederum Daten auslesen können. Und damit das jetzt nicht so simpel bleibt, sage ich jetzt mal, werde ich mal auf die Schnelle nochmal die Schreibroutine hier etwas verändern, indem ich hier hinter noch ein, achso, die Anwendung läuft noch, indem ich dahinter noch ein IS Integer setze und dann, nachdem die INI vom Pfad her definiert wurde, for i gleich 1 to 10. Ich möchte also jetzt 10 Werte einschreiben. Next i. Und jetzt werde ich hier einfach C-String i draus machen und auch aus den Tagen. Und C-String i. Ja, das muss reichen. Speichern. Das heißt, wenn ich das jetzt hier nochmal gerade rausnehme, beziehungsweise ich brauche es nicht rauszunehmen, ich kann damit direkt was anderes demonstrieren. So, machen wir nochmal die INI auf. Das ist die falsche. So, da ist sie. Gut. So, jetzt haben wir ja hier nochmal die INI und zwar steht an Wert 1 jetzt quasi der 5. September. Jetzt habe ich hier gerade mit dieser Routine definiert, dass die Werte 1 bis 10 gesetzt werden sollen, also vor dem Gleichzeichen, soll jetzt also eine 1 geschrieben werden, die steht aber schon drin und als Wert soll dahinter gesetzt werden, 2008 September, ist ja klar, aber dann eben C-String I, das heißt, da kommt dann eine 1 hin, weil es eben hier die 1 ist und weil eben i gleich 1 ist, beziehungsweise beim ersten Mal. Das bedeutet also unterm Strich, ich werde diesen Eintrag überschreiben. Das kann ja durchaus mal vorkommen, dass wir einen vorhandenen Wert überschreiben möchten. Und deswegen habe ich das jetzt gelassen, sonst hätte ich die Datei jetzt nochmal ganz kurz leer gemacht, damit Sie das sehen, denn wir brauchen uns auch um diesen Fall nicht zu kümmern. Wir können einfach den Wert drüber schreiben. Die API erkennt, dass dieser Eintrag schon vorhanden ist und ersetzt ihn einfach. Das heißt, ich werde das jetzt hier ausführen. Die Datei sollte ich aber vielleicht besser schließen. Speichern, ausführen. So, schauen wir nochmal gerade. Da ist meine Anwendung. Hier ist mein Total Commander. Wir haben ja 25 Bytes, ist jetzt meine Infodatei groß. Ich klicke drauf. Jetzt müsste das Ganze eigentlich 10 Mal durchlaufen sein. Ich gehe nochmal in den Total Commander und jetzt habe ich hier eine Infodatei, die ist 143 Bytes lang. Es sieht also danach aus, als wenn es funktioniert hat. Wobei die ganze Herausforderung bestand ja auch gerade eher in der If-Schleife als in dem Befehl. Wir haben aber auf jeden Fall das richtige Ergebnis. Termine 1 bis 10 und gleich dahinter eben Datum, Monat bzw. Jahr, Monat und dann eben von 1 bis 10. Das heißt, wir haben jetzt 10 Werte drin. Die wollte ich mir jetzt nur ersparen, sage ich jetzt mal, dass ich das mit der Hand da reinschreiben muss. So, das hat jetzt geklappt. Dann nehme ich nämlich jetzt die For-Next-Schleife wieder raus. Und natürlich muss ich das hier, sage ich jetzt mal dahingehend, wieder rausnehmen, dass ich jetzt hier wieder was Ordentliches reinschreibe. Aber die Schreib 01 nehme ich jetzt einfach mal. Aber die Schreibfunktion werden wir jetzt eh nicht mehr testen. Wir nehmen jetzt das Integer raus. So, speichern. So, das war Button 1, den reduzieren wir mal wieder, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir nehmen jetzt nochmal unsere Toolbox. Jetzt brauchen wir ein Control, das die ausgelesenen Werte für uns aufnimmt. Und da bietet sich jetzt auf die Schnelle, würde ich mal sagen, ein Listbox an. Nehmen wir das hier hin, setzen wir das so groß, das müsste eigentlich reichen. Dann kopieren wir uns den Button. So, Button 2, das wieder hier alles weg. Was ich noch machen könnte, ich könnte die Schriftart von der Listbox was größer setzen, damit das leichter zu sehen ist. Font, nehmen wir mal 16, in der Hoffnung, dass das dann nicht zu groß ist. Das sieht aber ganz gut aus. So, jetzt wieder zurück. So, das kennen wir schon von hier oben. Ich schreibe es trotzdem nochmal mit der Hand, wobei das Pasten
jetzt von oben einfacher wäre, dim ini as new ini-Datei, ini.pfad, und weil ich zu Fehlern neige, kopiere ich mir das doch jetzt hier. Und jetzt ini.wert auslesen oder beziehungsweise Wert lesen. Jetzt habe ich aber ein Problem. Wenn ich jetzt wirklich die ganzen Werte auslesen möchte, dann weiß ich jetzt zu diesem Zeitpunkt gar nicht, wie viele Werte sind denn drin. Das heißt, ich könnte jetzt entweder lesen, bis mal als Antwort ein Fehler zurückkommt, oder, was eigentlich meiner Meinung nach besser ist, ich habe vorher einen Wert gespeichert, der mir sagt, wie viele Werte in der INI-Datei geschrieben sind. Das hätte ich hier vorher machen müssen, das hätte ich hier machen müssen. Und zwar war jetzt leider ein Fehler von mir. In dem Moment, wo ich ihm hier sage, schreib 10-mal irgendeinen Wert rein und irgendein Datum von 1 bis 10, dann hätte ich auch noch reinschreiben müssen, und dass du das 10-mal gemacht hast, das musst du dir auch merken. Ich gehe jetzt nochmal von Hand in die INI-Datei und schreibe das quasi, das, was ich jetzt eben vergessen habe, von Hand rein. So, und zwar diesen Eintrag nenne ich in der Regel max gleich 10. Da ich die Datei ja selber erstelle innerhalb von meiner Anwendung, weiß ich natürlich auch, dass das da drin ist. Ja, das heißt, weiß also, dass ich 10 Termine gesetzt habe, und da muss ich gleichzeitig sagen, okay, Anzahl Termine gleich 10, und das habe ich hier eben durch diesen Schlüssel max gleich Wert 10 gesetzt. So, das heißt, bevor ich anfange auszulesen, muss ich max as String setzen, und jetzt muss ich erstmal den Max-Wert auslesen. Das heißt, max gleich, und jetzt kommt meine INI dazu, INI-Wert lesen. So, und jetzt steht hier auch wieder Sektion as String. Sektion kann ich mir jetzt von oben holen, ist also Termine gewesen. Da darf ich mich natürlich jetzt nicht verschreiben. Wenn ich jetzt schreibe Termin oder irgendwas anderes, dann wird die Klasse definitiv an der falschen Stelle nachschauen und nichts finden. So, Termine und Schlüssel war Max. Und das war's schon. So, und wenn das jetzt funktioniert, dann landet hier am Ende die Nummer 10 drin. So, und jetzt, wo ich weiß, wie oft meine Anwendung rein in die INI-Datei soll, um diese Werte auszulesen, kann ich natürlich als nächstes wieder hingehen mit meiner for-next-Schleife. For i gleich 1, to max. Next i. Wobei, i muss ich natürlich auch noch definieren. Dim i as integer. So, for i gleich 1, to max. Aber max ist ein String. Und deswegen müsste ich dann hier max, kann ich das toInt machen? toInt? Nö. Dann mache ich daraus ein 10int in Klammern. Das könnte ich machen. Dann wird also der String in ein Integer geändert. Ich könnte es aber auch ein cString so machen. Und damit wäre